Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lords Mobile. Weil ich es heute noch nicht gemacht habe, wir müssen jetzt mal hier noch schnell was sammeln. Ja, mach na. Passt schon. Sammeln. Ja, wir sind jetzt immer noch hier auf Monster Hunting Guide unterwegs, ne? Das ist, glaube ich, gerade der Cycle da wegen Gorilla und unserem guten alten Eisdrachen. Da schauen wir uns jetzt erstmal so Level 1 Eisdrachen an. Wer wissen will, was ich erforscht habe, sollte das erste Video dazu anschauen. Habe ich vorhin hochgeladen. Das lesen wir uns immer hier schnell durch. Schadenstyp physisch, schwach gegen physisch und Magie. Nimmt immer den Helden den höchsten Max-TP ins Visier. Sie machen es irgendwie gerade alle. Der Gorilla irgendwie auch, ne? Ah, siehst du? Da macht es wieder Sinn. Unsere gute alte, also das ist jetzt die Kombination, die ich habe, da fahre ich eigentlich richtig gut damit. Zack, der haut hinter den Drachen ab. Wo ist er denn? Unsere gute alte Weak Shall Fall. So, dann brauchen wir den Tacker hier. Den kannst du eigentlich echt. Kannst du eigentlich zum Monster Hunten eigentlich mal ganz cool einsetzen, ne? Finde ich. Das ist jetzt mal die Kombination, was ich mir so ausgedacht habe. Mit der fahre ich eigentlich ganz gut. Was ich da, wie gesagt, in dem letzten Video habe ich mal vorgestellt, was ich jetzt schon alles erforscht habe. Und wie lange ich halt echt gebraucht habe, um meine Level 25 Akademie zu haben, ne? Leckt mich am Arsch. Ich glaube 4 Jahre oder seit Anbeginn von dem Spiel spiele ich das ja. Ich habe da mal früher Umfragen gemacht und dann hieß es, ich soll das Spiel testen. So, oh, dann bin ich hängen geblieben auf dem Spiel. Auch schon ewig her, ne? Aber was macht denn für Umfragen Geld, ne? Vielleicht ist ja der Datendownload heute jetzt ein bisschen schneller. Jetzt in diesem Moment. Ja, da kommt sich jemand ganz gut damit zurecht. Jetzt machen wir gleich nochmal schnell den Eisdrachen auf Level 2 Blatt. Vielleicht können wir uns das jetzt mal angucken. Ah, schaut mal, man kann es jetzt endlich mal angucken, vielleicht. Also ich muss sagen, so zu Analysezwecken, wenn man so rausfindet oder versucht rauszufinden, was da ganz gut gegen die Monster ist, ist das, sich den Kampf anschauen, immer gar nicht mal schlecht, ja. Da kann man immer gleich mal gucken, jetzt greifen sie zum Beispiel da hinten an, die machen den Damage, das Damage, 10.000, 12.000, dann hauen sie wieder ab, also ist eigentlich cool, ja. Und das ist das, was ich jetzt mir so halt ausgedacht habe, was mir so am besten getaucht hat. Level 1, Monster, One-Hit-Kill, passt. Da kannst du irgendwie viel Monster am Tag dann killen. Einwandfrei. Ja, wie gesagt, habe es ja im letzten Video schon erwähnt. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ihr für Monster, für Helden benutzt. Jetzt machen wir mal hier den auf Level 2. Da müssen wir es, glaube ich, viermal angreifen, ne? Selbe Kombination wie gerade eben. Zack, die Bohne, ne? Ja, macht 22 Damage. Viermal ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, je nachdem, was wir jetzt noch so haben. Gibt wieder Geld und Erz, einwandfrei. Super cool, ne? Weil wenn halt dann immer so diese Special-Sachen sind, wo du den Geist oder sowas pimpen musst oder was halt immer links neben der Burg steht. Links neben der Burg. Rechts sind ja immer die begrenzten Herausforderungen. Das bin ich gerade selber verwirrt. Das muss ich gerade selber gleich nochmal schauen, ne? Ja, auf jeden Fall hier zweimal angegriffen, fast die Hälfte. Bam. Also was willst du eigentlich mehr, ne? Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar, der dazu mit irgendwas beitragen kann. Jetzt haben wir hier 28. Ja, passt. Sag ich doch, viermal angreifen. Weg ist so ein Monster auf Level 2. Ist doch cool, oder? Ja, das sind jetzt halt alles Free-to-Play-Helden. Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn du die anderen Helden hast, wo du halt Geld ausgeben musst, oder wenn du halt die von der Begeisterung heraus von gepimpt hast, sag ich mal, die halt auch auf einem höheren Rang sind, geht es bestimmt auch noch einfacher und schneller, aber wir sind jetzt erstmal Free-to-Play-Helden und den Rest schauen wir uns dann vielleicht irgendwann nochmal an. Also, das sind jetzt, glaube ich, im Moment leider die einzigen zwei Monster, die hier am Start sind, glaube ich. Ja, gut, dann schauen wir uns jetzt nochmal
eine Runde Berggang an. Und dann, glaube ich, sind wir doch mal wieder heute ganz gut. Ne? Dann schauen wir mal, was es ab demnächst für Monster gibt. Und dann machen wir hier auch mal Hunting. Freue mich auf jeden Fall auf euch. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich über alles, über jeden Tipp. Und vor allem die Community wächst ja dadurch, weil wir können ja immer mehr Monster hunten und so weiter und immer besser werden. Super cool. Dann ciao ihr mal. Schönen Samstag. Ja, und schönen Sonntag. Bis dann. Ciao.